Und liebe Leute, willkommen Formel 1, Training 2 beginnt. Aber Session Info, machen wir heute mal kurz knackig. Wir sind am Freitag unterwegs, hoffe ich. Ich muss... So. Und wir machen... Wir steigen ein. Oh. Benzin sparen im Regen. Spanien im Regen. Oh. Ah, ich wollte schon sagen, wann kriege ich denn meine Kontrolle hier? So. Ich habe einfach mal jetzt für das Training hier soweit alle Sachen ausgestellt, die Vibrationen erzeugen könnten. Also mein Ford Feedback fühlt sich echt beschissen an. Aber wir schauen mal. Weil hier habe ich überhaupt kein Force Feedback. Also macht das echt... Das war eine akzeptable Runde. Hui. Du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Aber ich sollte jetzt auch meine Qualifying-Zeit gleich fahren. Weil dann kriege ich den Punkt nämlich auch, glaube ich, auf lila. Und dann habe ich da zumindest den zweiten Punkt abgeschlossen und Teamziel abgeschlossen. Der Starkregen wird noch etwa 15 Minuten dauern. Dann sollte er in leichten Regen umschlagen. Und dann muss ich mir mal die Wettervorhersage gleich angucken.
Halleluja, ey, ist das rutschig. Wobei so ein Regenrennen auch gar nicht mal schlecht wäre. Macht schneller. Jungs. So. Qualifying. Zack. So, und los geht die wilde Fahrt. Alter, hat das Spiel jetzt hier die Trockenzeit genommen oder was? Das Spiel muss die Trockenzeit genommen haben. Ey, das gibt's doch nicht. Nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können.
Scheiße. Also noch eine Runde. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Der Starkregen zieht in 5 Minuten vorbei. Danach wird es nur noch leicht regnen. Sind zu heiß. Du musst sie abkühlen. Fahr durch eine Pfütze, wenn möglich. Abgeschlossen. Gute Arbeit. Kehren zur Garage zurück, dann sehen wir uns die Daten an. Also hier jetzt noch mit manueller Schaltung, ich würde sterben. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Oh, ich bin, ein Benzinverschwender. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ja, habe ich gemerkt. So, das habe ich. Schließe 2 verschiedenen Reifenmischungen ab. Habe ich doch. Übersicht. Wetter. T3. Q. Regen.
Und Rennsonne. Okay, heißt also zum Qualifying muss ich mich auch hintenrum raus erst fahren. Die beste Runde bis jetzt liegt bei 1,40,8. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Intermediates legen gerade gute Rundenzeiten hin. Komm an die Box und lass die Reifen wechseln. Toll, das sagen sie mir jetzt, wo ich so mitten in so einem Ding drin bin. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so.
Okay, die Runde ist, sieht richtig gut aus. Das war jetzt auch die Runde mit dem meisten Grip, wie ich finde. Also 1,5 Sekunden schneller. Fast 2. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleibt. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jetzt fahren wir mal locker flockig Richtung Garage. So, perfektes Training brauchen wir nicht. Wir beenden Training 2, das reicht mir vollkommen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Überspringen wir das Ganze. 500 Punkte aufwärts. Alles klar. Wir gehen in unser Notebook und wir geben gleich hier erstmal was in Auftrag, würde ich behaupten. So. Baum ansehen. Genau, das geben wir in Auftrag und wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Also reingehauen bis dahin, euer Pivik. Ciao, ciao.